Wer ist cooler, Jungs oder Mädels? Wer hat es leichter? Round 1, fight! Es ist schwer, diese Fragen definitiv zu beantworten. Aber heute werde ich versuchen, Ihnen 9 Unterschiede zwischen Jungs und Mädels zu zeigen. Außer natürlich die körperlichen. Und am Ende des Videos werden Sie mir Ihre Meinung in den Kommentaren mitteilen. Nun, es sollte gesagt werden, dass die Dinge, die ich sagen werde, nicht für alle Jungs und Mädels gelten werden, weil es viele Ausnahmen von der Regel gibt. Wir werden über die große Mehrheit sprechen. Fangen wir damit an, dass die Jungen mit der Technik und Werkzeugen ziemlich gut zurechtkommen. Viele Jungs können die Anleitung für den Aufbau eines Schrankes leicht lesen und dann auch gleich anfangen. Es ist leicht für sie, andere Geräte zu zerlegen und zu reparieren, aber der Zusammenbau funktioniert nicht immer. Jungen mögen es, weil sie seit ihrer Kindheit vollständig von Maschinen und Elektronik umgeben sind. Ich glaube sogar, dass die Liebe zur Technik von unseren Genen abstammt. Die meisten Mädchen interessieren sich einfach nicht für diese Art von Dingen, so dass sie nicht einmal anfangen, sich mit diesem Prozess zu beschäftigen und alles den Männern überlassen. Aber wenn ein Mädchen weiß, wie man etwas macht, das ein Junge macht, kann es von anderen Jungen respektiert und bewundert werden. Und wenn sie einen neuen 16 Zoll 12-Punkt-Kombischlüssel rechtzeitig vorbeibringen kann, wird sie sich vor Bewunderern nicht retten können. Jungs tragen kein Make-up, wählen nicht stundenlang zwischen Komfort und Stil. Wenn ihr T-Shirt sauber ist, ihre Jeans bequem und die rechten und linken Socken die gleiche Farbe haben, dann sind sie fertig. Wenn Jungen wie Mädchen sein sollten, möchte ich nicht einmal wissen, wie viele Menschen diesen morgendlichen Föhn- und Mango-Duschgel-Schlachten zum Opfer fallen würden. Mädchen passen sich jeder Situation an, während Jungen in ihren Meinungen und in der Art und Weise, wie sie ihre Pläne umsetzen, konsequenter sind. Sie haben keine starken Stimmungsschwankungen und gehen Dinge klar an. Sie sagen ihnen in aller Seelenruhe, dass sie in diesem Kleid fett aussehen und wundern sich dann, warum sie sich so über die Wahrheit aufregen. Genauso wenig wie ein Junge darüber sprechen würde, dass der Mond diese Woche abnehmend ist und dadurch Kommunikation schwieriger macht, genauso sehr würde jeder Junge einfach sagen, dass er müde ist und sich auf ein Bier mit seinen Freunden treffen will. Jungs bevorzugen jedes Gespräch von Angesicht zu Angesicht. Sie brauchen lediglich ein paar Minuten, um eine dringende Angelegenheit zu klären und ein Treffen zu organisieren, wo sie dann ausführlich diskutieren. Es ist unwahrscheinlich, dass ein Junge seinen Freund anrufen würde, um mit ihm über sein Aussehen zu sprechen, nur weil ein Mädchen ihn komisch angeschaut hat. Und übrigens, wer telefoniert überhaupt noch jetzt, wo wir Messenger haben? Jungs sind sich und ihrer Kräfte immer bewusst. Sie müssen sich und andere nicht beweisen, dass sie cool sind. Sie wissen es einfach. Jungs erinnern sich an all ihre Leistungen seit dem Gymnasium. Ein Genie, Milliardär, Playboy, Wohltäter. Schnellster Crossläufer. Höchste Punktezahl in der Prüfung, die Zeit, als sie ihrem Lieblingslehrer Bücher gebracht haben oder als sie ein Mädchen beschützt haben, das sie gemocht haben. Die Liste kleiner und großer Sieger wird nach einigen Jahren so groß, dass Jungs keinen Zweifel dran haben, dass sie cool sind. Jungs wird von früh auf beigebracht, dass sie starke Krieger sind und werden dementsprechend erzogen. Weinen ist verboten, genauso wie Schwächere zu verletzen, und Angst sollte man auch keine haben. Kurzum, es wird ihnen beigebracht, dass sie die Kontrolle behalten und über den Dingen stehen sollen. Dadurch werden Jungs viel seltener panisch und geben sich der Macht der Emotionen nicht hin, was sie ruhiger und gelassener in den Augen anderer erscheinen lässt. Viele Jungs beschäftigen sich nicht mit tausend Dingen gleichzeitig, ihnen wird einfach beigebracht, sich selbst zu kontrollieren. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Problem und Sie sitzen mit einem Jungen zusammen, umarmen sich beide und weinen. Das ist nicht das, was Sie von ihm erwarten, oder? Jungs nehmen nur das Wichtigste mit. Wenn ein Junge in den Urlaub fährt, braucht er nur einen kleinen Rucksack mit Sachen, die für eine Woche reichen. Es ist uns eigentlich egal, ob wir dasselbe T-Shirt anhaben. Für viele Jungen ist das absolute Minimum nur ein paar TV-Essen im Kühlschrank und Ramenkiste in der Speisekammer. Und das reicht zum Leben. Die Einstellung, sich mit weniger zufrieden zu geben, ist ein unbestreitbarer Vorteil in Fällen extremer Bedingungen, wie Krieg, Überleben im Wald oder plötzlicher dreiwöchiger Geldmangel. Das Hormonsystem der Jungen ist viel stabiler als das der Mädchen. Sie brechen nicht in Tränen aus, wenn sie einen ausgesetzten Welpen auf der Straße sehen, und stressen sich nicht wegen einer unhöflichen Person, die mit ihnen in der Schlange steht. Sie werden die Ärmel hochkrempeln und anfangen, genauso unhöflich zu reagieren. Jungs werden nicht so emotional. Es sei denn, sie werden zu einer Fahrt in einem Ferrari eingeladen. Und sie erleiden keine Stimmungsschwankungen, es sei denn, sie sind veraltete Emo-Jungs.
Darüber hinaus haben es Jungs leichter, wenn es ums Entspannen geht. Sie lassen alles, was mit der Arbeit zu tun hat, bei der Arbeit oder in der Schule liegen. Jungs ist es egal, dass sie jemanden falsch in die Augen schauen oder dass sie das gleiche Hemd den dritten Tag in Folge tragen. Denn wenn das Hemd bequem ist, warum sollte es sie dann kümmern? Diese ruhige Haltung macht ihre Welt viel einfacher und leichter. Sie versuchen nicht besser zu wirken, sie sind, wer sie sind, und das reicht. Mädchen, die versuchen, vor einem Jungen cool zu sein, werden sein Hobby kennenlernen, die Namen aller Spieler seiner Lieblingsmannschaft erfahren und vielleicht sogar ins Fitnessstudio gehen. Jungs werden sofort sagen, dass sie Einkaufen, Vanilleeis und Dostojewski hassen, aber sind trotzdem dazu bereit, Zeit damit zu verbringen, den Lieblingsfilm ihrer Freundin zu sehen. Also Mädchen, schätzt Ehrlichkeit, denn sie ist der Schlüssel zu einer gesunden Beziehung. Hinterlassen Sie einen Kommentar, sagen Sie uns Ihre Meinung. Für wen glauben Sie, ist es leichter, cooler zu sein? Ein Junge oder ein Mädchen? Bis bald!